Hallo und herzlich willkommen bei Music Interview Corner. Ich bin Disco und Jared von Lord of the Lost. Yeah, cool, dass ihr Zeit für uns habt, Jungs. Ja, wie ist es für euch, heute bei der Eisheiligen Nacht aufzutreten? Gerade heute ganz im Speziellen oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Grundsätzlich super geil, weil das ist eine Publikumsfülle allein schon mal, die wir so bis dato noch nicht hatten. So in der Intensität, also zumindest nicht auf einer ganzen Tour, auf Festivals und wieder schon. Es ist echt bemerkenswert, das ist eine super entspannte Crew, die ganzen Bands sind super entspannt, also die ganze Atmosphäre, top Sache. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, heute Besucherrekord bis jetzt, haben wir noch zwei Dates, glaube ich, mit... Ich glaube, wir hatten heute 3000 ja. Besucher cool. Und insgesamt ist es eine super familiäre Atmosphäre und das Publikum, man merkt es, obwohl wir die erste Band sind, quasi der Opener, wir sind bekannt, wir werden... sehr euphorisch begrüßt und verabschiedet. Die Leute schreien nach Zugaben teilweise, nach dem letzten Song, obwohl wir nur eine halbe Stunde spielen. Das ist für uns das größte Kompliment. Also vielen Dank nochmal an das Publikum der Eisheiligen Nächte. Und ich habe es auch gesehen und gehört, was sie geschrien haben und dass die Hände hochgegangen sind. Echt? Gut. Ja. Nein. Nein, okay, aber nett, dass du es sagst. Er wollte nur ein Kompliment machen. Ist es geglückt? Ja, und wie? Jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Wir sind aber ja noch nicht fertig. Mal gucken, was noch passiert. Für den Rest sorge ich. Du hast eine Frage. Nein. Achso, ich darf noch eine stellen. Okay. Danke. Wieso? Er braucht seine Ruhe. Ja. Dann frage ich jetzt erstmal Disco. Frage braucht 20 Minuten. Echt? Dann frage ich. Wieder Luft zu holen, zur Ruhe zu kommen. Gut, dann entspann dich mal, Jared. In der Zwischenzeit die nächste. Okay, und ich werde... Ja, also ich habe gehört, eure Band hieß am Anfang Lord. Ne? Richtig. Und um Namensstreitigkeiten mit anderen Bands wie zum Beispiel Lordi zu vermeiden, habt ihr euch dann umgenannt in Lord of the Lost. Wie ist es denn für euch heute mit Lordi aufzutreten und habt ihr schon ein positives Feedback bekommen für eure Namensänderung? Jetzt direkt ein Feedback von Lordi noch nicht, aber jeder von den Anwesenden schmunzelt natürlich, wenn ab und zu zum Beispiel bei der örtlichen Crew so ein Missverständnis vorkommt, dass sie dann auf einmal irgendwelche Cases vom Lordi-Equipment auf einmal mit auf unseren Stapel packen, sagen wir, fast. Es ist auch was mit Lord, aber nicht Lordi, sondern ja, muss man das erstmal erklären und das sorgt schon das eine oder andere Mal für einen kleinen Lacher und genau, aber sonst hält sich das in Grenzen. Könntet ihr euch vorstellen, mit Lordi zu fusionieren und dann Lordi of the Lost zu heißen? Nur für ein Foto quasi und das auch direkt auf Facebook gewandert ist und den sehr offensichtlichen Titel Lordi of the Lost trug. Also das war so die erste kleine Fusion, wer weiß, was noch kommt. Ja, cool, das gehe ich nachher liken. Ja. Ich bitte darum. Ich glaube, es sind bisher 500 noch was. Echt? Oh, ja. Schön. Es waren gestern 1000 noch was und dann ist es durch einen blöden Unfall in irgendeiner Weise gelöscht worden. Wir haben es nochmal neu hochgeladen, jetzt sind wir wieder bei 500 noch was. Es kann nur besser werden. Gott sei Dank. Likes sind ja heutzutage alles, was zählt. Gerne, damit man dann fürs Ego, ne? Wenn das Ego Hunger hat und ja. So. Wie läuft das ab, wenn eure Band zusammen einen neuen Song entwickelt? Sind die 20 Minuten um? Nee, kannst du trotzdem, obwohl die noch nicht um sind? Oh. Wie es abläuft, ist es im Endeffekt erstmal sehr viel in Chris' Kopf. Chris ist der Main-Songwriter quasi so in der Band, der Kopf der ganzen Sache, der Kreative. Und stellt uns dann meistens ein Demo, so eine Vorproduktion wirklich vor, die auch schon im 90% der Fälle wirklich sehr ausgereift klingt, aufgrund modernster Technik. Und maßgeblich geben wir dann erstmal eine Menge Feedback so und versuchen dann so den Song gemeinsam zu finalisieren und zu Ende zu bringen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel aus Chris' Feder. Das ist ja sein Brainchild. Aber also wie gesagt, für die Mitarbeit bei den Songs sind wir alle gefragt. Nur ist es leider so, dass Chris so unglaublich fix ist und selber so viele Instrumente auch unglaublich gut spielen kann. Er ist auch ein guter Schlagzeuger. Und zum Beispiel für mich als Schlagzeuger ist es dann so, ich höre dann die Vorproduktion von den Songs und dann merke ich, das ist so ausgefeilt, ich brauche mir dazu gar nichts mehr auszudenken. Das kann man eigentlich eins zu eins so übernehmen. Aber generell ist es so, dass er zwar die meisten Songs schreibt, aber trotzdem für alle in der Band immer alle Türen und Tore geöffnet sind, auch was mit einzubringen. Nur er ist meistens halt einfach schneller. Ihr habt dieses Jahr ein Live-Album veröffentlicht, We Give Our Hearts. Was hat euch daran gereizt, ein Live-Album zu machen? 2013 war so ein, ich sag mal, In-Between-Jahr. Das Jahr davor haben wir Die Tomorrow veröffentlicht und wir haben dann festgestellt, dass das Album so viel hergibt, dass wir nicht sofort ein komplett neues Studioalbum nachschieben wollen, sondern dass es eigentlich für uns unglaublich viel geben würde, diese Live-Energie
die auch vom Publikum so oft einfach gewünscht ist, auf eine Platte zu übertragen. So, und dann haben wir das bei dem A-Teil der Tour, genau, beim ersten Abschnitt, haben wir dann im Knust in Hamburg einfach mitgeschnitten und das dann als Live-Album rausgebracht. Von allen euren Songs, die ihr jemals gemacht habt, habt ihr da einen Lieblingssong? Oder einen Song, den ihr besonders gern live spielt auf der Bühne? Ist in meinem Falle sehr tagesformabhängig, weil, also gerade auch was das Live-Spielen angeht, weil man geht einfach in jede Show irgendwie anders ran, ob man vielleicht wirklich in voller Partylaune ist, dann kommen so Sachen wie Sex on Legs und sowas ähnlich, so die guten Dauerbrenner, machen dann so richtig mördermäßig Spaß. Dann hat man vielleicht auch mal einen ruhigeren Tag, wo man auch wirklich ruhigere Songs, die wir jetzt auf dieser Tour nun gerade nicht spielen, wesentlich lieber mag. Aber so was die Platte angeht, ist es eigentlich genau das gleiche Schema. Also prinzipiell muss ich es von der anderen Seite aufzäumen. Ich habe keinen Song, den ich absolut nicht mag und immer weiter skippe, ehrlich gesagt. Es ist sehr tagesformabhängig. Ich habe auch keinen absoluten Lieblingssong, den ich live spiele. Ist auch immer von der Tagesform und vom Publikum abhängig. Je nachdem, wie das Publikum reagiert und wie die Örtlichkeit ist, wo man gerade spielt. Das kann einen echt befeuern oder auch abkühlen, je nachdem. Darf ich mal fragen, was ist das Krasseste, was ihr... Oh, was ist das? Wo kommt das her? Von da. Ein Fangeschenk? Ich glaube, es war ein Fangeschenk. Wir bekommen begrüßenswerterweise sehr oft Fangeschenke, was ich immer sehr interessant finde. Zum Beispiel auch sehr gerne, ich glaube, die Leute wollen, dass wir uns nicht mehr ausziehen auf der Bühne. Wir bekommen sehr oft so Naschtüten, wo wirklich sehr viel Süßkrams und Knabberkrams drin ist, was wir sehr schätzen. Aber irgendwann können wir uns dann einfach nicht mehr ausziehen, können es nicht mehr sehen lassen. Trotzdem, vielen Dank. Oder ihr müsst vielleicht anfangen, jetzt so mobile Fitnessgeräte zu schenken, die in den Tourbus passen, als Ausgleich. Ja, wir brauchen definitiv noch mehr blinkende Stifte. Ja. Okay, ja, der blinkt. Die kann man sich dann noch so lustig hinterlegen. Naja. Oh. Ich habe jetzt nochmal die Frage. Oh ja, was ist das Krasseste, was ihr jemals gemacht habt auf Tour? Das ist jetzt definitiv nicht jugendfrei. Ihr dürft es trotzdem erzählen, gerne, sowas hören wir gerne hier. Ich bin gespannt. Das Krasseste? Das will ich nicht sagen. Willst du das sagen? Ja, also das Krasseste, was ich jemals gemacht habe, ist Piep. Sorry. Vielleicht kannst du deine Frage nochmal ein bisschen... Ja, ich kann die mal präzisieren. Krass, das klingt für mich so, als ob du was unglaublich entweder Sexuelles oder Gewaltvolles, auf jeden Fall moralisch verwerflich hören willst. Okay. Stimmt ja. Das? Ja, ich kann die Frage anders stellen. Naja, aber warum sollten wir uns selber jetzt hier... Ich stelle die Frage nochmal anders, okay? Also, was ist das Krasseste, was ihr jemals auf Tour gemacht habt, was man erzählen kann, ohne dass man alle Likes auf Facebook verliert und ohne dass man ins Gefängnis muss? Oh, das ist schon mal sehr eingeschränkt. Ja, ne? Schade. Aber jetzt entstehen so viele Bilder. Also, ich muss auch sagen, also was wir alles schon erlebt haben, das ist einfach erstens unglaublich. Und zweitens ist es einfach echt bei mir teilweise nur noch ein Nebel aus unglaublich vielen Ereignissen, die unglaublich viel Spaß gemacht haben, die unglaublich absurd waren, dass ich jetzt auch nichts Bestimmtes rauspicken kann. Es ist einfach echt... Ich hätte eine Sache, die haben wir gerade gestern, quasi in jüngster Vergangenheit, fabriziert. Und das war keine gute Idee. Kinder nicht zu Hause nachmachen, bitte absolut nicht. Erstens ist es ab 18 und zweitens völlig bescheuerte Idee. Aber dann wiederum werden wir auch nicht... Wir haben uns Jack Daniels durch die Nase gezogen. Ich weiß nicht warum. Es war auch alles andere als angenehm. Aber irgendwie auch wiederum lustig, aber... Und wer von euch hatte die Idee? Wisst ihr noch, wer die Idee hatte? Ich habe mir nichts durch die Nase gezogen und auch kein Jack Daniels und ich habe ihn höchstens die Kehle runterfließen lassen, so wie es sich gehört. Nee, aber es wird... Das, schon auf Video bei YouTube. Ja, gut. Ah, okay. Soll ich das verlinken unter dem Interview? Nee, das ist von vor 4, 5 Jahren, da waren wir beide noch gar nicht mehr da. Ach, ihr macht das öfter? Es war jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Das zweite Mal schon? Ja, ah. Also nicht für mich, das ist ja... So einer Nase würde ich mir auch das... Erstaunlich. Und darf ich das jetzt mal fragen? Wir kennen alle Marilyn Manson, der hat Jared's Style gestohlen. Ihr müsst das wissen, der hat's geklaut. Sag mal, Jared, wie ist das für dich, dass einer wie Marilyn Manson einfach kommt und deinen Style klaut? Es ist eine Frechheit, aber ich muss es ihm zugutehalten. Der Mann kann das Rad genauso wenig wie wir neu erfinden. Das geht einfach nicht. Also ich sehe es ihm nach. Ich werde von einer Klage absehen. Ich hatte es auch wirklich kurz, aber nein. Nein, da verliere ich ja eh, der ist ja Amerikaner. Ja, der musste
sich ja auch irgendwas suchen. Ich meine, wenn man als Kinderstar anfängt und so Milhouse-Rollen spielt, ne, dann ist es ja klar, der muss sich ja irgendein Vorbild auch suchen, der Arme. Also ich finde das völlig okay. Ich hatte ja auch Idole. Bata Illich ist ein ganz großes Idol von mir. Ich weiß nicht, ob die jungen Zuschauer ihn noch kennen. Der sah auch mal so aus wie ich, aber das war vor seiner großen Karriere. Aber ich bin ja, also du hast dann für Marilyn Manson auch eher Mitleid statt Verachtung übrig. Das ehrt mich in gewisser Weise auch. Also ja. Klar, dann werde ich sowieso von der Klage absehen. Also das ist ja auch irgendwie, er ist ja schon wer, der Herr Manson. Ja, ich musste mir nochmal überlegen, ob wir den interviewen wollen, ob ich dann die Untertitel lieber nicht auf Englisch reinmache, dass er es nicht versteht. Und sag mal, wer von euch in der Band, du hast da Tattoos, aber wer von euch hat die meisten Tattoos in der Band? Zwei Patrone Disco. Echt? Magst du mal deinen Pulli ausziehen? Ausziehen ist ja immer gut. Nein. Also ich habe keine Tattoos. Gar keine? Ich hätte es ja geglaubt. Viel Verpackung, nichts drunter. Oh. Ich bin tatsächlich unter meinen Klamotten nackt. Echt? Aber ja. Magst du die dann nicht erst recht ausziehen? Also, fängst du an? So, nein, vielleicht ein bisschen. Okay, das nimmt eine ganz interessante Wendung. Ich gehe erstmal ganz kurz. Ja, geh doch mal, Gerrit. Nein, du darfst gern bleiben. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Was bedeuten deine Tattoos, wenn wir schon dabei sind? Meine Tattoos. Wir haben, ich halte das mal kurz. Ja, das ist wichtig. Wir haben diese beiden schönen, entschuldige, wir haben hier diese beiden wunderschönen Notenschlüssel, wie wir sie sehen. Einmal ein Violinschlüssel, einmal ein Bassschlüssel. Bietet sich als Pianist an. Das sind so die Notenschlüssel, mit denen man sich maßgeblich von der Notation her beschäftigt. Sind auch entsprechend der Hände tätowiert. Und was ich jeweils drumherum gebastelt habe, ist auf der rechten Seite eine mehr oder minder Engelsfigur, auf der linken Seite eine Dämonen-teufelsartige Figur, was nochmal so diesen, ich sag mal, ein Klischee kann man es nicht nennen, dieses, was den Händen jeweils nachgesagt wird. Man kennt es ja von rechts. Rechts ist irgendwie immer das Gute, der rechte Weg und Recht haben überhaupt schon mal. Von links kennt man sowas wie linke Bazille, jemanden links liegen lassen. Alles, also links ist mal schon mal schlecht gewesen. Ich bin ja auch Linkshänder und einer der Glücklichen, der nicht umgelernt wurde. Weil es ja immer schlimmer ist. Willst du damit sagen, dass rechts radikal gut ist? Jetzt wird's politisch. Jetzt wird's politisch. Ist linksradikal denn gut? Bist nein, du kommst? Nein, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin dermaßen unpolitisch, du bist es nicht. Okay. Die immer noch nachgesagt wird, beziehungsweise was etymologisch herzuleiten ist, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, heißt es auf Latein manus sinister. Und sinister im Englischen wiederum ist ein Wort für böse und finster. Also das wiederum, ne, ganz böse. Und deswegen wird diese Allegorien, sag ich mal, auf meinen Armen. Dann habe ich, jetzt mache ich mich ein bisschen nackt. Ich habe mir hier ganz selbstbeweihräuchernd unser Bandlogo, unser Herz-Schlangen-Kreuz-Logo tätowieren lassen, so wie ein bisschen eingebrannt unter der Haut. Einfach wirklich aus persönlicher Zugetan und Verbundenheit zu dieser Band noch ein bisschen. Und ich habe auf den Waden, das wird jetzt ein wenig etwas umständlich, das auszupacken, meine beiden Jugendidole. Leute, die mich kennen, wissen es. Leute, die mich nicht kennen, wissen es. Nee, ja, auch ist der gleiche Buchstabe. Ich habe mir tatsächlich Beavis und Butthead auf meine Waden tätowieren lassen. Ich werde demnächst ein Foto auf Facebook hochladen. Sehr romantisch. Ja, bitte, wir verlinken das für euch. Ja. Wie ist eure religiöse Einstellung? Egotheist, ich bin mein eigener Gott. Ist das jeden Abend da und Teil der Show oder ist das nur heute? Das ist eine ganz Pigmentstörung. Achso, so ein Feuermann. Nee, das ist tatsächlich eine neue Kreation. Mhm. Ist heute, also wir gehen auch kreativ mit dem Make-up um und deshalb kam heute einfach mal die Idee, ein bisschen Adidas-Werbung mit einfließen zu lassen mit drei Streifen. Wollt ihr euch sponsern lassen? Nein. Sieht aber gut aus. Danke. Gibt es sonst noch irgendwas über Lord of the Lost, was die Leute da draußen unbedingt wissen müssen? Ich glaube, was die Leute unbedingt über Lord of the Lost wissen müssen, sieht man ganz hervorragend in unserem Web-TV, was wir tagtäglich auf Tour und bei anderen interessanten Geschehnissen drehen. TV of the Lost, sucht's bei YouTube. Mhm. Ich glaube, was man da nicht erfährt, muss man auch gar nicht unbedingt wissen. Da erfährt man jede Menge Schwachsinn, jede Menge Privates, Privates nicht, aber jede Menge Praktisches auch. Also auch mal so ein paar Tipps und Tricks. Mhm. Backstage-Einblicke, was durchaus auch mal interessant sein kann. Also ich kann es nur empfehlen. Ich schaue sofort rein. Ich habe schon übrigens reingeschaut zur Interviewvorbereitung. Diese Frau ist also eine Könnerin ihres Faches. Danke. Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ah ja, und ihr habt ein neues Album in Arbeit, was nächstes Jahr kommt, ne? Wollt ihr darüber mal was erzählen? Sehr gerne. Also es wird kommen im April, Mai.
Und einen Titel ganz konkret können wir jetzt noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall schneller und härter sein als zuvor. Also wieder ganz anders als Die Tomorrow. Und es soll sehr viele Videoveröffentlichungen dazu geben. Wir werden lange von diesem Album zehren wollen. Und es wird eine geile Tour dazu geben. Die Art-Tour beginnt im Vorm-Album-Release im April. Sechs kleine Dates über sechs Städte in Deutschland. Oh, genau. Könnt ihr das sagen? Oder wir blenden das unten ein, dann das kommt dann hier irgendwo ins Bild. Was haben wir denn da? Wir können es mal ganz kurz versuchen zusammenzubringen. Naja, jetzt sind wir in Bochum am 25. April in der Matrix. Genau, in der Markthalle. Was haben wir denn noch alles dabei? Wir haben nicht Berlin dabei. München, Leipzig. Köln. Köln. Was war denn da noch? Was war denn da noch? Ich glaube, das war's. Das ist noch eine weg. Schaut's nach. Ja, genau. Wir können das auch online sehen. Lordofthelost.de stehen alle Tourdates. Genau da. Da, warte ich. Genau. Ah, da kommt es. Da. Genau. Schön. Willst du noch was sagen zum neuen Album? Es wird Musik drauf sein. Aber das ist gut. Ich freue mich immer so, wenn auf einem Album mal Musik drauf ist. Das überrascht mich jetzt auch. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann. Möchtest du noch was sagen zum neuen Album? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und ich freue mich schon auf die Videos. Ich bin nämlich ein großer Fan von coolen Musikvideos. Möchtest du noch jemanden grüßen? Darf ich jemanden grüßen? Oh ja, ich möchte bitte meine beste Freundin grüßen, die wohnt in Berlin. Meine Freundin aus Berlin. Hallo. Dann und ja, und meine ganzen Freunde in Helsinki in Finnland. Hallo Helsinki, Yksi-Taxi. Kolme. Ja, wie du. Wie du. Dann reiche ich dir wieder das Mikrofon. Ja, danke schön, ihr beiden. Es war ein sehr schönes Interview. Euch alles Gute für das neue Album. Ja, und auf Wiedersehen aus der Music Interview Corner.